Also die Turbolader kommen jetzt mit neuen Verdichterseiten, also von neuen Verdichterrädern. Die Verdichterräder haben einen größeren Einlass, ein neues Wheel-Design, also Raddesign. Man hat da viel ausgetestet, was besser funktioniert. Man sieht das an den beschichteten Verdichterrädern. Das sind so die neuen, daran erkennt man die. Und haben einen größeren Einlass, die gleichen Auslassdurchmesser und schaffen aber mehr Leistung bei sozusagen gleichen Einbaumaßen. Also man kann die Turbolader gegen die alten 1:1 austauschen und hat dann effektiv mehr Leistung. Also hier sieht man die Kompressor-Maps, die schwarze Linie, also schwarze Gitter ist das, was die alten Turbolader gebracht haben aus der gleichen Baureihe, also der 8374. Und das ist jetzt verglichen mit dem, 8474. Man sieht, im gleichen Ladedruckbereich wandert die Map deutlich weiter nach außen. Das heißt, ich habe einen deutlich höheren Luftdurchsatz bei diesen Verdichterrädern im Gegensatz zu den alten im gleichen Ladedruckbereich. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei diese 3 Bar, wir hatten das schon mal erklärt, sind effektiv 2 Bar Überdruck. Das heißt, wenn ich mich in einem 2 Bar Ladedruckbereich bewege, war ich vorher mit dem Lader irgendwo bei 750 PS am Ende der Leistung und komme jetzt über 900 PS, fast 950 PS. Jetzt mal rein von dem theoretischen Wert her, verschiebt sich das Band extrem nach außen. Und genauso sieht es bei den anderen aus, vielleicht nicht genauso, also nicht genauso stark, aber es verschiebt sich alles deutlich nach mehr. Ich bin selbst in den mittleren Bereichen, in diesen, wo die größte Effizienz von einem Verdichterrad herrscht, mit einem deutlich größeren Luftdurchsatz unterwegs als mit den Originalen, also nicht mit den Originalen, sondern mit den alten Varianten. Das ist schon wirklich beeindruckend.